finde das total wichtig, dass Menschen aufeinanderstoßen aus verschiedenen Berufsgruppen, aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen, um genau mal ein Gespür dafür zu kriegen, was für ein Bild haben wir denn voneinander? Ja? Ist es denn dasselbe? Menschwissenschaft ist eine zweitägige Veranstaltung, bei der Wissenschaftlerinnen und Bürgerinnen zusammenkommen in den Dialog. Das Ziel ist es, Vertrauen in die Wissenschaft zu stärken, aber auch in die Gesellschaft hineinzuhorchen, was denn die Menschen beschäftigt. Es wäre schon sehr hilfreich, wenn was wir aus der Wissenschaft wissen, auch tatsächlich bei den Bürgern ankommt. Und gleichzeitig haben die Bürger häufig Fragen, die irgendwie unbeantwortet bleiben. Wie können wir hier dieses Gespräch hinbekommen, damit wir nicht uns voneinander wegbewegen, sondern zusammenkommen und dann gemeinschaftlich auch den Nutzen haben davon? Ich habe alles tausend stehen und liegen lassen, um dann doch auch hier hinzukommen, weil ich mich einfach gefreut habe auf den Dialog. Und dieser Dialog, der soll so ablaufen, dass möglichst viele davon profitieren und daran teilhaben können. Zuerst haben wir uns so ein bisschen näher kennengelernt in so kleineren Dreiergruppen, haben uns so ausgetauscht, wer wir sind, was wir machen, was uns an Wissenschaft interessiert. Und dann sind wir in die Workshops gegangen und haben zusammen verschiedene Themen erarbeitet. Also wir hatten schon einen Durchgang in Essen letztes Jahr und da sind wir ohne Themen gestartet. Was da relativ klar geworden ist, dass es ohne ein gemeinsames Thema zu haben schwer ist, ins Gespräch miteinander zu kommen. Lernendes Thema, brauchen wir die Medien überhaupt noch? Sollte Stuttgart fahrradfreundlicher werden? Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass am Ende nur die Wissenschaftler untereinander miteinander diskutieren, aber das war gar nicht der Fall. Sind das vertrauenswürdige Nachrichten oder nicht? Da müssen wir Arbeit drauf verwenden, persönlich. Ja. Ja, es hat mich total überrascht, wie gut alle zusammen gearbeitet haben. So jeder konnte sich beteiligen. Man kann auch mit diesen Leuten in Augenhöhe reden. Ja, ich fand es total spannend. Ich glaube, es waren extrem verschiedene Leute. Die Mischung ist grundsätzlich gut und dass man auch immer wieder mit Neuen und mit anderen zusammenkommt. Da gab es doch einige Fragen, die so offen blieben, ja, wo man keine Antwort wusste. Wo hole ich meine Informationen her? Kann mir jemand einen Hinweis geben aus der Wissenschaft, was ist, wie ich Wahres von Unwahrem trennen kann? Aber ist gut so, genau das ist es. Okay. Was bedeutet Wissenschaft für Sie? Soll ich das dann laut sagen? Oder? Vielleicht ganz neue Lösungswege zu finden, an die man bisher nicht gedacht hat. Ich glaube, darauf basiert halt so ein bisschen eigentlich so die ganze Welt. Lernen, spielen und mit anderen reden. Wissenschaft ist heute verkommen zur Wissensverwaltung. Denke ich schon, dass die Wissenschaft insgesamt unter einer gewissen kritischen Beobachtung steht und sich ja auch, wie unsere Wissenschaftsministerin jetzt neulich ja auch wieder geäußert hat, mehr nach außen öffnen muss. Kommunikation ist alles. Man möchte gerne, dass die Bürger mehr auf die Wissenschaft zukommen. Von der anderen Seite hat man genau das gleiche Gefühl. Leute, glaubt nicht alles, was ihr hört. Ja, und hinterfragt auch das, was ich euch sage. Wenn die Menschen hier mit mehr Fragen rausgehen als mit schnellen Antworten, dann wäre eines unserer Hauptziele auch schon erreicht. Da bin ich wirklich froh, dass ich hergekommen bin. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, direkt mit den Leuten am Zahn der Zeit zu reden und meine eigenen Eindrücke dadurch zu vertiefen. Wenn ich von Erwartungen spreche, dann würde ich sagen, die ist voll erfüllt, dass also wirklich Bevölkerungsgruppen jetzt da sind, mit denen ich vorher noch nie über diese Sachen sprechen konnte. Und das ist ganz gut aufgegangen. Deswegen mache ich auch mit. Und super toll. Ich finde, es war super, super, super toll. Vielen Dank. Guten Appetit.